Tudo na verga, trabalho de salva de segurança. Maschine lässt sich also auch mit der Turbine fliegen oder auch mit einem starken Elektroantrieb. Und Rosert hat bei diesem Modell den Elektroantrieb gewählt und in seiner Lama, die ebenfalls ungefähr gleiche Größe aufweist, gleiches Gewicht aufweist, hat er sich für die Turbine entschieden. Also auch geflogen mit einem 12-zelligen Lithium-Polymer-Akku mit 10.000 mAh Kapazität. 10.000 mAh Kapazität. Und hat eine Flugzeit ungefähr so zwischen 9 und 10 Minuten. Wir brauchen jetzt
diese Maschine hätte ich jetzt nicht geglaubt, bei diesem Gewicht und bei dieser Größe. Aber unser Josef, der kann das natürlich. Er weiß, ob es eine Maschine hier zutraut. Neben unserem Josef als Pilot mit dem orangen T-Shirt steht unser Jürgen Schwing, das ist der Konstrukteur dieser Maschine. Und der schaut sich das natürlich auch genau an und freut sich natürlich, wenn seine Konstruktion hier auch exzellent vorgeflogen wird, so wie es unser Josef kann. Josef, vielen Dank für diese wunderschöne Vorführung. 1A, sauber gebaut, sauber geflogen. Das ist dein Applaus. Unser Josef.